Theresa, wir schließen gleich. Das eine Spiel hier noch. Rumgetont. Keine Ahnung, warum er das getan hat. Das ist eigentlich verboten. Aber wenn die Kinder sich das Zeug einpfeifen, bin ich natürlich hilflos. Hörst du mich? Kannst du mich hören? Ja. Was soll ich da machen? Kennt einer den Jungen? Hey! Sie müssen hier aussteigen. Endstation. Oh nee. Wo hätten Sie denn aussteigen müssen? Kongresszentrum. Wow, sind Sie aber eine ganz schöne Ecke zu weit gefahren. Ich weiß ja nicht, wo sie jetzt hin müssen, aber es wird schon nicht so schlimm sein. Sagen Sie einfach, es war ein Personenschaden. Das klingt glaubwürdig. Heute Morgen haben wir versucht, einen toten Jungen wiederzubeleben. Ich würde echt gern wissen, was seine Mutter gerade macht. Wahrscheinlich weiß er noch gar nicht, dass der Sohn tot ist. Hat er keinen Ausweis dabei. Manchmal dauert es 4 Wochen, bis die eigenen Eltern ihre Kinder vermissen.
4 Wochen. Eltern lieben einen entweder zu viel oder zu wenig. Ich hätte den Job schon längst hingeschmissen, wenn mein Vater da nicht so enttäuscht wäre. Man tut immer so, als sei einem alles scheißegal, was die Eltern von einem erwarten. Und dann versucht man es doch immer, ihnen recht zu machen. Ihre Bahn ist da. Danke. Das mit dem Jungen heute Morgen, das tut mir leid. It will take some time until those countries have the same qualification standards and the same abilities of innovation. So, I do not want to seduce you for any quick decisions regarding the future location of your companies. All I want to say is, think about the world and its fast speed of change before you take any decision. Frau Wink, kann ich nachher mal ganz kurz bei Ihnen im Büro vorbeikommen? Worum geht's denn? Ich wollte um Vorschuss bitten. So, na dann, gute Reise. Und vor allem schönes Wetter. Tschüss. Ach, hier die Reifen. Tschüss. Ach, und bei den Rädern, den Reifendruck habe ich gestern noch gemessen. Alles bestens. Tschüss. Leih mir die mal aus, ja? Aber wiederbringen. Kreuzworträtsel mache ich. Guck mal, Morten. Sieht aus, als sei meine Frau genauso groß wie die Pyramide da. Hm. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich bei der Handelsflotte war? Ja, ungefähr 50 Mal. Mensch, du. Die anderen haben vielleicht geguckt damals, als wir denen die Dias gezeigt haben. Meine Freunde sind nie weiter aus Rumänien gekommen. Muss man immer schön aufpassen, was man erzählt. Warst du schon mal in Ägypten? Nee. Warum fährst du nicht mal hin mit deinem Wohnwagen? Ich kann nicht nach Ägypten fahren, weil ich kein Auto habe. Hast du mir schon mal erzählt? Martin, hallo? Hallo, Papa. Nee, tut mir leid. Bin echt müde. Ja. Viel Erfolg bei der OP. Tschüss. Das mache ich nur wegen dir, du Arsch. Und weil du noch 200 Euro Schulden bei mir hast. Warum boxen deinen Wagen nicht mehr auf? Sonst gehen die Reifen kaputt, die machen das nicht mehr lang. Und wenn ich mal wegfahren will? Du hast doch gar kein Auto. Kann mir eins leihen. Warum bockst du deinen Wagen nicht auf? Du fährst doch auch nirgendwo hin. Oder rufen morgen die Berliner Philharmoniker an und bieten ihren Job als ersten Cellisten an. Wohl kaum. Ich habe morgen Vorspiel in Dresden. Bei den Virtuosi Saxoni. Habe ich dir schon erzählt? Nee. Kann ich ein Los bei dir kaufen? Ja. Sie haben ein Los frei. Zieh du das für mich. Okay. Leider verloren. Schade. Ja. Schade, ja. Bis dann. Scheiße. Scheiße. Kanntest du die? Das war die Frau aus der Straße, Mann. Netter Arsch. Wieso? Den konntest du doch gar nicht sehen. Doch, beim Weggehen. Fick dich, Hasi. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss gleich wieder zurück, aber zuvor wollte ich Sie noch fragen. Ich meine, wenn man sich zweimal am gleichen Tag begegnet, dann ist statistisch gesehen die nächste Begegnung erst in 5 oder 6 Jahren. Und so lange wollte ich nicht warten, weil vielleicht sind Sie ja dann verheiratet, oder? Sind Sie verheiratet? Mhm, bin ich nicht.
Gut, dann wollte ich Sandy nur fragen, ob ich sie auf einen Kaffee einladen darf. Ich trinke gar keinen Kaffee. Ich eigentlich auch nicht. Sollen wir heute Kaffee trinken gehen oder vielleicht morgen? Ich muss den nächsten Tag echt viel arbeiten. Was ist denn mit Montag zum Beispiel? Okay. Und wo sollen wir uns treffen? Weiß nicht. Im Café. Im Café. Café. Café im Hitlerhof? Was? Im Hinterhof, das ist da hinten. Das ist in der Passage? Ja. Ja, okay. So Montag um 3? Okay. Okay. Bis dann. Hitlerhof, oh Mann. Hey. Hey. Und, wie geht's? Ganz gut, danke. Die Bar ist zu. Ja. Sollen wir woanders hingehen? Okay. Hier für dich. Na gut, da habe ich mich nicht getraut. Danke. Wie heißt denn eigentlich? Theresa. Und du? Morten. Morgen nur mit Tee. Was Morten kann besorgen, das verschiebe ich auf morgen. Was machst du eigentlich so? Ich bin Simultanübersetzerin. Echt? Welche Sprache? Spanisch, Deutsch, Englisch, Deutsch. Cool. Wie macht man das? Ich meine, wie kann man gleichzeitig zuhören und übersetzen? Naja, darf sich nicht aufs Übersetzen konzentrieren, sondern nur auf das, was gesagt wird. Beim Radio so ein Spiel mitgemacht, muss man immer auf die vorherige Frage antworten. Ich hab gedacht, bin super schlau und schreib mit. Und die Fragen wurden so schnell gestellt, bin ich in der ersten Runde schon rausgeflogen. Sollen wir mal eine Runde spielen? Okay. Du antwortest auf die zweite Frage mit der Antwort von der ersten. Mhm. Okay, erste Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Zweite Frage, was für ein Sternzeichen bist du? Blau. Was hörst du für Musik? Stier. Was tönt dich ab? Pink Floyd. Was magst du gerne? Dominante Menschen. Hast du einen Freund? Humor. Hast du noch Lust, mit zu mir zu kommen? Nein. Nein? Ich habe auf die Frage davor geantwortet. Ach so, dann hast du gar keinen Freund. Nee, hab ich nicht. Hast du noch Lust, mit zu mir zu kommen? Komm rein. Hier wohne ich. Hübsch. Ich glaube, ich habe nur eine Pink Floyd-Kassette da. Ist kaputt.
Okay, dann frage ich dich jetzt mal ein paar Fragen. Ja? Okay. Was machst du hier auf dem Abstellplatz? Was machen deine Eltern? Hast du Geschwister? Wenn ja, was machen die? Bist du manchmal glücklich? Wenn ja, wann? Das sind ein paar Fragen auf einmal, oder? Sechs. Das ist jetzt meine komplette Familiengeschichte, oder? Okay. Sag. Mein Vater ist herzchirurg und tablettenabhängig. Meine Mutter ist Krankenschwester und alkoholabhängig, was er aber nicht zugibt. Mein Halbbruder, der immer alles darf, weil es im Leben ja so schwer hat, ist auch Chirurg und ein Vollidiot. Seine Frau ist manisch-depressiv, darf aber niemand wissen. Gemeinsam haben die zwei Kinder, der Namen beide mit T anfangen, weil mein Bruder das so toll fand. Er heißt Torge, seine Frau heißt Tine und die Kinder heißen Torben und Timon. Mhm. Habt ihr auch normale Leute bei euch in der Familie? Nö. Ich zum Beispiel, ich habe erst mit 22 Abitur gemacht. Mein Austauschschüler aus Frankreich hat in der Zeit sein Studium abgeschlossen, das ich gebraucht habe, um Abitur zu machen. Und der ist einen Monat jünger als ich. Informiert ihr das? Nee, wieso? Doch, ja. Imponiert mir. Imponiert's dir? Mhm. Okay. Ja, was hast du noch gefragt? Wann bin ich glücklich, ne? Mhm. Gerade geht's mir sehr gut. Dir? Mhm. Mir auch. Perfekter Tag. Gehst du? Ich muss los, kannst du ja noch liegen bleiben. Ah, oh, nee, dann stehe ich auch auf. Viertel nach fünf? Hm? Okay. Und? Was machst du heute noch so? Übersetzen. Das ist die Nummer vom Aufenthaltsraum. Mein Handy ist gerade kaputt. Danke. Weißt du, dass du gestern mitgekommen bist? Nee, mach ich nicht. Ich komm heute Abend mal bei dir vorbei, ist dir das recht? Ja, klar. Tisch. Schon Schluss? Nee, wir müssen noch mal los. Jetzt ein Aortenaneurysma, willst du zugucken kommen? Ich hab einen Einsatz. Dann komm doch nachher noch vorbei. Na schauen, Papa. Okay. Alles okay bei dir? Ja, klar. Du weißt schon, dass du deswegen gefeuert werden kannst, ne? Wieso? Hat doch eh nur noch 4 Tage. Morgen. Bitte? Ey, wie war deine Verabredung gestern? Ja, gut. Erfolgreich? Ja, klar. Erfolgreich. Danke. Sie wünscht bitte? Ja, wir nehmen die Liebesherzen hier, die gefüllten. Nee, zwei, die Apfelkuchen, die zwei. Bitte. Nee, nee, die Liebesherzen.
Wie geht's? Danke, gut. Kannst du den hier für mich aufbewahren? Okay, mach ich. Mama, ich mache auch nicht so lange. Sagst du mir um 6 Bescheid? Okay. Okay, danke. War da jemand dran? Na wie denn? Gestern war doch zu. Sag mal, was bedeutet für dich Abend? Hä? Naja, wenn ich dir zum Beispiel sagen würde, ich komme heute Abend bei dir vorbei, wann würdest du denn mit mir rechnen? Warum willst du dich denn mit mir verabreden? Wir sehen uns doch eh fast jeden Abend. Ja, schon, aber angenommen, ich würde hier nicht mehr wohnen und ich würde dir sagen, ich komme heute Abend bei dir vorbei. Wie viel Uhr wären das dann für dich? 6 oder 7 oder 8, vielleicht später? Ziehst du weg? Nee, vergiss es. Theresa. Aha. Es ist nach 8. Ja, das Spiel hat den auch. Was ist denn eigentlich mit der Klingel? Hast du die repariert? Frag doch mal Helmut. Dem gehört doch hier alles. Soll ich dir wieder klar machen? Wenn du wichtigen Besuch erwartest. Die 100 Euro, die ich dir vorhin gegeben habe, kannst du mir die klar machen? Willst du die wirklich heute noch anbrechen? Ja, das würde ich gern. Aber weißt du, wie spät es ist? Ja? Hallo? Papa? Nee, kann nicht, krieg Besuch. Ja. Nee, morgen geht klar. Bis dann. Tschüss. Und? Was hat er diesmal anzubieten? Herztransplantation. Sie lässt dich warten, stimmt's? Nö, kommt um 11. Die Klappe. Oh, jetzt kriege ich aber gleich Angst. Jetzt hör auf! Wehr dich. Komm, wehr dich doch mal. Wehrst du dich nicht? Kann nicht.
Das war gerade lustig gemeint. Tut mir leid. Bist du okay? Kommst du mit mir die angucken? Nee, mach ich nicht. Warum nicht? Helmut, deine Frau hat dich verlassen. Da kannst du dir Bilder anschauen, bis die Rahmen auseinanderfallen. Die kommt nicht mehr zurück. Ein bisschen Sinn für Realität muss man noch haben, oder? Cello spielen? Morten, lass deinen Frust nicht an mir aus. Dein Mädel kommt nicht mehr, leg dich ins Bett. Also pass auf, ich verstehe echt nicht viel von Musik, ja? Aber so wie du spielst, da wirst du nirgendwo mehr genommen, das verspreche ich dir. Morgen, Helmut, hat jemand angerufen? Wie, du weißt nicht, wo warst du denn die ganze Zeit? Nee, lass mal. Need of changes before you take any decision about what to do with your staff and your factories. Über ihre Belegschaft oder ihre Fabriken. Theresa. Hallo. Was machen Sie die Tage? Also, heute Abend habe ich schon was vor. Ich gehe morgen ins Casino. Haben Sie Lust, mich zu begleiten? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Rufen Sie mich an. Ich würde mich über Ihre Begleitung freuen. Hi. Hey, hallo. Ready to go? Ja. Willst du das anlassen? Ja, wieso? Los, steig an. Dann, ich hol noch schnell meine Wäsche, ja? Komm, mach hin, ja.
Wie läuft's bei dir in der Ambulanz morgen? Gut. Hast du was zu tun? Mhm. Heute Morgen haben wir Backgammon gespielt. Backgammon? Echt? Boah. Ja, ja. Morgen, du machst das schon. Ja. Und mit der Immatrikulation ist alles klargegangen? Mhm. Wunderbar. Mein Stuttmet. Ja. Lass, ich mach das schon. Prost, mein Sohn. Prost. Und nach dem Krieg haben sich dann meine Eltern gedacht, dass es das Beste für sie ist, wenn sie eine Seifenfabrik aufmachen. Weil die Leute nach schlimmen Erlebnissen sich immer waschen, ist ihnen das schon mal aufgefallen. Und wir hatten eine unglaubliche Menge Geld. Wir waren ein halbstaatlicher Betrieb. Also wir hatten eine unglaubliche Menge Geld. Einmal habe ich mit dem großen Wartburg das Moped von meinem Mathelehrer zugeparkt. Georg? Ja, da hätten Sie aber geguckt, wenn Sie das gesehen hätten. Kannst du bitte sagen, dass Sie mich in Ruhe lassen sollen? Soll ich Sie rauswerfen, bloß weil Sie redet? Tut mir leid. Ich habe mir die Bücherlisten geben lassen und mal geschaut, was wir noch im Regal stehen hatten. Die sind von Torge. Was er nicht hatte, habe ich dir neu gekauft. Wow. So eins wollte ich meine ganze Studienzeit. War damals gar nicht zu bekommen. Danke. Lass es dir ein bisschen gut gehen. Nee, danke, ich brauche kein Geld. Geld kann man immer gebrauchen. Vielleicht wird sie was Neues zum Anziehen kaufen. Ich hol dir mal eine leere Kiste unten aus dem Keller, da kannst du das alles reintun. Komm gleich wieder. Entschuldigung, da hing gerade noch mein Mantel. Emma, das ist meine Maschine. Such du dir bitte eine andere. Such du dir doch eine andere Maschine. Du kannst echt jede andere Maschine in den Laden hier bearbeiten, aber das ist... Emma, das ist nicht dein Geld. Das ist nicht dein Geld. Hey, lass. Hey! Theresa, lass das Geld da liegen. Das ist nicht deins. Das ist aus meiner Tasche gerade rausgefallen. Die Tasche war leer, das stimmt doch gar nicht. Du lügst doch! Hey, du lügst doch! Theresa, lass das. Soll ich dir tragen helfen? Nee, geht schon. Ciao. Tschüss. Keine Nachrichten. Was ist denn das? Ist das deine neue Freundin? Ja. So hübsch hatte ich die mir gar nicht vorgestellt, Madame.
Willst du rein? Ist Morten da? Schläft schon. Der wird immer ganz schön wütend, wenn man ihn weckt. Ja? Warst du schon mal in Ägypten? Prost. Willst du dich setzen? Gern. Guten Abend. Guten Abend. Hasi. Ich bin Hans. Theresa, hallo. Hast du mal noch ein Bier für mich? Kühlschrank. Danke. Große Straße. Geil. Ist irgendwie nicht mein Spiel. Morgen. Abend. Hallo. Du, ich bin gestern auf meinem Sofa eingeschlafen, hast du morgen wieder aufgewacht. Tut mir leid, dass ihr mich nicht gemeldet habt. Hm. Hey. Willst du mitspielen? Nee, danke. Dann spiel doch mit, macht echt Spaß. Ich bin total kaputt, ich geh ins Bett. Ich bleib da noch. Nee. Komm, Morten, dann spiel du mit. Na? Ich spiel echt gern Kniffel, aber nicht um die Uhrzeit. Ich deinen auch nicht. Wieso hast du nicht angerufen? Ich habe nicht gesagt, dass ich anrufe. Hast du gesagt, du kommst vorbei? Ja gut, ich bin ja da. Ja. Ja, es tut mir leid, aber ich muss echt früh raus. Und gibst du meinen Personalausweis sehen? Steht sogar meine Straße drauf. Lars, ist so scheißegal. Bist du neu? Hm. Fang nächste Woche an, Medizin zu studieren. Ich will überhaupt nicht Medizin studieren. Mein Vater hat so viel Geld in mein Abi investiert, der bringt mich um, wenn ich ihm das sage. Willst du was anderes studieren? Nö. Er weiß einfach nicht, was ich machen will. Wolltest du abwarten, bis du weißt, was du willst, um dann zu sagen, was du nicht möchtest? Ja, genau.
Lindner. Was? Das ist mein Nachname, Lindner. Hey, willst du was mitessen? Ich habe mein Auto geliehen, wollen wir wegfahren? Ich würde schauen, aber ich habe kein Geld. Ist kein Problem, ich habe was. Okay. Sollen wir was spielen? Was? Sollen wir was spielen? Ja, okay. Okay, ich mache ein Wort und du machst im zweiten Teil von dem Wort ein neues Wort. Ja. Ich fange an. Autofahrt. Fahrtrichtung. Richtungsweiser. Weiser. Weiser, keine Ahnung, gibt kein Wort mit Weiser. Ich weiß. Du hast mich in die Falle genommen. Ja, du musst ihn jetzt spielen. Okay, aber ich hatte verloren. Mhm. Machen wir noch eins? Nee, ist ein blödes Spiel. Komm, Morten, noch eins. Okay, was kriege ich dafür? Cool. Okay, erst ein Kuss. Noch ein. Okay. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Blauer Himmel und Sonnenschein. Knirr? Komm. Sollen wir eine Runde laufen, um warm zu werden? Mhm. Warte mal kurz. Hey, komm mal, ist so cool hier. Morten? Morten? Entschuldigung? Habe ich eine Tarnkappe auf? Scheint so. Wir würden gern bestellen, bitte. Danke. Wir würden gern bestellen, bitte. Hast du mal 2 Euro? Klar. Ich glaube, ich darf da drüben mal was rein, okay? Okay. Schlecht.
Was? Wie hast du das gemacht? Anfängerglück. Wollen wir gehen? Okay. Komm. Entschuldigung, aber ihr Essen, ne? Sieht einfach nicht gut aus. Haben Sie schon gewählt? Ich nehme eine heiße Schokolade und ein Croissant. Echt? Nur? Erstmal. Ich hätte gerne die Rührei mit Shrimps und frisch gepressten Orangensaft. Am besten gleich zwei. Oder magst du keinen Saft? Doch. Und für mich nur ein Croissant, bitte. Genau. Und mal zahlen wir das mit dem Geld, das ich gerade gewonnen habe? Klar, ist doch geschenktes Geld. Dann ist uns ja praktisch in den Schoß gefallen, oder? Ja, ich finde, du kannst mich fragen, bevor du mich mit meinem Geld einlädst. Die 2 Euro waren von mir. Ich habe das Geld in die Maschine geworfen. Okay, behalt das Geld, leite ich uns ein. Ja? Ja, okay. Lässt du dich immer von Männern aushalten? Ja, genau. Das habe ich nicht so gemeint. Behalt das Geld, wenn es dir wichtig ist. Tut mir leid. Nee, mir tut's leid. Ich habe gerade noch nicht so viel Geld. Verdienst du nicht genug in deinem Job? Ja, nee. Also die Wohnung, die ist eigentlich zu teuer für mich. Wahrscheinlich werben sie mich die Woche raus. Zieh zu mir. Zu dir? Ja. Besorg uns einen Wagen und dann fahren wir weg. Meine Freunde sind gerade in Australien. Die sind schon um die halbe Welt. Sollte man eh viel mehr machen. Stimmt. Die Orangensaft. Danke. Auf uns. Ich rufe erst ganz kurz meine Mutter an. Hey, wollen wir nicht erst essen? Lieber jetzt gleich, ja. Okay. Ich muss um 8 in Leipzig sein, meine Mutter ist krank. Echt? Was Schlimmes? Naja, sie hustet ziemlich stark. Vielleicht jetzt eine Lungenentzündung. Kann er meinen Bruder vorbeischicken? Nee, das musste nicht. Das hat sie öfters. Dann musst du um Punkt 8 da sein? Ich habe jetzt nur 8 Uhr gesagt. Wir müssen dann nach Hause fahren. Kann ich noch aufessen oder müssen wir gleich zu deiner Verabredung? Du kannst meine Mutter anrufen, wenn du mir nicht glaubst. Kannst du mal bitte damit aufhören? Da war die Stelle, wo wir gestern gehalten haben. Aufs Klo? Klar. Das Bad ist hier. Soll ich dich noch zu deiner Mutter fahren?
Nee, geht schon. Die wohnt ja gleich im Sack. Du hast ja gar kein Sofa. Nee, hab ich nicht. Hast du gesagt, du bist auf dem Sofa eingeschlafen? Nee, das habe ich erfunden. Ich bin aber wirklich eingeschlafen. Morten, ich mag dich, ich betrüge dich nicht. Ich habe gerade viel am Hals. Ja, klar. Ich komme heute Abend mal bei dir vorbei, okay? Rufst du vorher an? Ja, mach ich. Weißt du was? Nächstes Mal gehen wir länger weg, okay? Ja. Mhm. Ja, klar. Torge! Na du! Du hast angefangen! Torge! Du hast angefangen! Hey! Hey! Was machst du denn hier? Kann ich dein Auto haben? Wozu brauchst du es denn? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, jetzt gibst du mir halt einfach. Nee. Nee, Morten, ehrlich mal, das geht nicht. Aber wieso? Wenn du mir nicht sagst, dass du das Auto brauchst, dann tut's mir leid. Ja, ich meine, ich hab's dir immer genauso zurückgebracht, wie es war. Da war noch nie ein Kratzer dran. Jetzt gib's mir halt einfach. Weißt du, Morten, du kommst doch immer nur dann, wenn du was willst. Ja. Und wenn du es nicht sofort kriegst, bist du beleidigt. Und machst ein Familiendrama. Ich kann mit dem Ambulanzwagen da draußen nicht rumfahren. Der fällt zu sehr auf. Wozu brauchst du denn ein unauffälliges Auto? Ist doch egal. Jetzt bitte gib's mir einfach. Okay. Ja. Ja. Wenn du mir sagst, wozu du es brauchst. Nee, du bist so ein Vollidiot. Aber verstehst du, genau deshalb lebe ich auf dem Abstellplatz. Komm mal runter, ja? Um mir die Scheiße nicht mehr anzutun, bei Papa und dir zu betteln. Ihr seid echt solche Wichser. Sag mal, Morten, stehst du auf Jungs? Was soll denn das jetzt? Du hast noch nie eine Freundin mitgebracht. Bist du schwul? Du bist so bescheuert. Gib's mir einfach. Morten. Du kriegst heute von mir mal gar nichts. Ja, du bist so ein Wichser. Warte mal. Hier. Nimm meins, steht draußen vorm Haus. Okay? Echt? Danke. Was gibst du mir jetzt? Dein Auto? Das ist mein Auto. Was haben Sie heute gemacht? Ach, dies und das. Soll ich Ihnen sagen, was ich heute gemacht habe? Nein. Sie können es mir natürlich sagen, wenn Sie wollen. Schon gut. Sie gehen wieder zu den Automaten? Ja, genau. Sie haben mir nur Geld? Mhm, denk schon. Ich gehe rüber zu den Tischen. Wenn Sie irgendwas benötigen, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Okay, mach ich. Danke. Thank you.
Die Automaten mögen mich halt irgendwie nicht. Tja, ich habe auch einiges verloren. Aber das weiß man doch, wenn man hierher geht. Bis später. Einen Drink einladen. Die Cocktails hier sind sehr gut. Ich habe den ganzen Abend von dir noch nichts gehabt. Ja, sicher. Ein Zimmer für zwei Personen. Wie viele Nächte? Eine Nacht. Schau mich nicht so an. Du hast 400 Euro von mir verspielt. Das Geld gebe ich ihm wieder. Du hast doch gar kein Geld mehr. Jeder weiß, dass du alles verspielst. Theresa, tu doch einfach so, als ob du mich ein bisschen magst. Theresa? Warte mal. Dich interessiert nicht, was ich vom Hotel gemacht habe. Nee. Ich habe dich im Spielcasino gesehen. Bei den Automaten. Das war nicht die richtige Strategie. Strategie? Glaubst du, die Automaten interessiert es, auf welchen Knopf du drückst? Kannst mit dem Kopf dagegen rennen, die sind programmiert. Wie blöd bist du eigentlich? Jetzt warte mal. Ich lasse dich hier nicht allein auf der Straße rumrennen. Du bist doch völlig fertig. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Tut mir leid, wenn ich dir das Gefühl gegeben habe, dass du mir was bedeutest, Morten, aber du bist mir echt egal. Stimmt nicht. Doch, ist so. Du lügst. Hau ab und guck mich so an! Guck mich nicht so an, Hopp! Thank you.
Orchester, wo du dich beworben hast? Sie wollen mich nicht. Mein Spiel sei nicht gut genug. Tja, Morten. Jetzt kannst du dich schlecht hinstellen und das Gegenteil behaupten, oder? Tut mir leid, Hasi. Was? Dass du mir das gesagt hast oder dass du recht hattest? Dass ich es gesagt habe. Dein Vater hat angerufen, du sollst dich melden. Er meint heute noch, das war aber gestern, also heute ist schon ein Tag später. Ja, danke. Machen Sie die Tür auf! Ich weiß, dass Sie zu Hause sind. Gut, ich komme heute Abend nochmal wieder und dann will ich die ausstehenden Mieten haben. Lassen Sie mich diesen einen Punkt noch einmal zusammenfassen. Die Analysen haben gezeigt, dass ein Umdenken stattfinden muss. Wir sind einfach dazu aufgerufen, den Tatsachen ins Auge zu schauen. Schönrednerei über die Fakten hinwegtäuschen. Kann und darf es so nicht weitergehen. Leben heißt Bewegung und... Entschuldigung. Bewegung bedeutet Veränderung. Frau Lindner, guten Morgen. Frau Wenk, das tut mir total leid, aber meine Mutter ist schwer krank. Heute die Mutter und morgen ist es was anderes. Unsere Dolmetscheragentur wird Sie nicht mehr beschäftigen. Und von den anderen können Sie auch nicht allzu viel erwarten. Unzuverlässigkeit spricht sich sehr schnell herum. Sicher. Es tut mir leid. Draußen, ich komme gleich. Okay. Alles okay? Klar. Hallo. Kann ich heute zu dir ziehen? Wieso wirst du zu mir ziehen? Ich dachte, ich bin dir egal. Du bist mir nicht egal, Morten, das weißt du doch. Nee, weiß ich nicht. Tut mir leid wegen gestern, das war nicht ich. Ich brauche echt deine Hilfe, Morten. Bitte. Was machst du eigentlich mit der Wohnung? Musst du noch Miete zahlen, oder? Ja, gut, was jetzt da drin ist, das könnte meinetwegen geschlafen haben. Werde ich trotzdem anzeigen. Löst die Wohnung auf und zahl die ausstehende Miete in Raten zurück. Du kannst das nicht alles stehen und liegen lassen. Ich kümmere mich drum, ne? Ja, wahrscheinlich. Nee, Morten, morgen ist auch noch ein Tag. Morten kann besorgen, das verschieben wir jetzt morgen. Würdest du eigentlich mit Hasi schlafen oder mit Helmut, wenn sie das Geld hätten, dich ins Casino einzuladen? Ich war gestern im Hotel nur was trinken. Hey, lüg mich nicht an. Ich hab doch gesehen, wie ihr zum Lift gegangen seid. Okay, das war aber so nicht geplant. So wie die Strategie an deinen Automaten auch nicht geplant war, hm? Hey, Morten, tut mir leid.
Ich geh mir mal duschen. Bist du jetzt hier, weil du keine anderen Blöden gefunden hast? Ich finde nicht, dass du blöd bist. Doch, scheinbar bin ich das. Wir kennen uns noch nicht mal eine Woche und du hast mich schon zweimal versetzt und einmal gesagt, dass ich mich verpissen soll. Trotzdem denke ich die ganze Zeit an dich und will dich wiedersehen. Ich meine, wenn das nicht dämlich ist, dann weiß ich nicht, wie dämlich man sonst noch sein muss. Ich hätte auch zu meiner Mutter gehen können. Ja? Hm? Gut, dann geh. Kannst ruhig mit mir reden, ich bin nicht taubstumm. Warum spielst du eigentlich? Naja, ich habe am Anfang richtig viel gewonnen. Da ging es mir total gut. Und seitdem warte ich drauf, dass es wieder so wird. Genauso geht's mir gerade mit dir. Warst du schon mal unglücklich verliebt? Mhm. Du? Ja. So ungefähr seit einer Woche. Weißt du was, ich höre auf zu spielen. Das kann ich, ich wollte es bisher noch nicht. Wieso willst du gerade jetzt damit aufhören? Nur wegen dir. Sollen wir uns unter die Decke legen und die Decke über den Kopf ziehen? Was ist denn da so? Ja, nichts. Denn das ist genau mein Ort. Stimmt, hier ist ja echt nichts. Tote Hose. Mir gefällt's hier ziemlich gut. Mir gefällt's hier echt gut. Mir auch. Schokolade beklöckern kann. Naja, gut, dann besorge ich Chilischoten, Tomaten und Schalotten, ja? Ja, okay. Okay. Wollen wir heute Mittag wegfahren? Wohin? Egal. Super, da wollte ich schon immer mal hin. Du, ich glaube, ich steige aus. Willst du nicht lieber zum Laden am Kino gehen? Nö, der Laden ist auch okay. Brauch noch Geld. Okay. Morgen. Morgen. Was ist mit dir los? Nix, alles gut. Für dich. Danke. Alles Gute. Schon selbst gebacken? Ja, klar. Geht's dir besser? Hm? Und wie geht's deiner Freundin? Mir geht's ganz gut. Wir haben uns gestritten, aber jetzt ist wieder alles okay. Hm. Meinst du, ich kann euren alten Wagen haben? Hm. Na klar kannst du den haben. Nächste Woche geht's dann los, was? Ich habe mir überlegt, meine Auszeit zu nehmen. Wie alt willst du denn noch werden, bevor du dann mal anfängst zu studieren? Komm, Morten, zieh das mal durch. Ich will aber nicht Medizin studieren. Seit wann willst du das nicht mehr? Ich wollte es noch nie.
Und dann lässt du dir von mir die ganzen Bücher kaufen, wenn du das schon immer weißt? Ich hab dich ja nicht drum gebeten. Hast du Theresa gesehen? Nee, die habe ich den ganzen Tag noch nicht gesehen. Du, im Haus ist er auch nicht. Schau trotzdem mal. Ja, mach mal. Spielt gern was? Lass sie gehen. Kannst du nicht helfen. Na klar, du kennst dich aus, ne? Meine Frau. Die hat getrunken. Will aber jetzt nichts wissen über deine Frau, okay? Wenn sie niemand mehr hat, dann wird sie vielleicht aufhören. Oder sich irgendwas überlegen. Vielleicht stiehlt sie Geld. Wird verhaftet. Ruft dich vom Gefängnis aus an. Fleht dich an. Und irgendwann ist sie so verzweifelt, dass sie sich selbst nicht mehr leiden kann. Da musst du warten. Wenn du zu früh für sie da bist, dann wird sie wieder anfangen zu spielen. Also warte. Und irgendwann wirst du dann irgendwo sitzen und zum ersten Mal nicht an sie denken. Aber dann wird sie wahrscheinlich vor dir stehen. Weil es immer so ist. Vielleicht will sie dich auch gar nicht mehr. Sucht sich einen anderen Typen, der nichts von ihrer Sucht weiß. Morten, guck mal, was ich alles gewonnen habe. Für unsere Reise. Ich will das Geld nicht. Wieso nicht? Weil ich es nicht will. Ja, und was mache ich denn mit dem Geld? Wir können es ja verschenken oder so. Okay. Ja gut, dann werf das Geld jetzt einfach zum Fenster raus, ja? Hey!